Moin Leute, mit über 70.000 Likes unter der letzten Folge von Paluten reagiert auf die Senioren zocken, habt ihr mir eindrucksvoll bewiesen, dass ihr Bock habt auf mehr. Wenn es weiterhin so ist, lasst auf jeden Fall ein Like da, dann werde ich auf jeden Fall nochmal eine kleine Reaction machen, denn wir sind, glaube ich, gerade bei Flixbus Video Nummer 2 von den Senioren zocken und ich glaube, die haben noch ein paar mehr. Also Leute, lasst ein Like da, schreibt eure Meinung in die Kommentare, wir reagieren jetzt auf das große Flixbus-Rennen. Und... go. Ja, komm ich da mal rein? Das macht mir richtig Spaß. Oh, okay, passiert mir manchmal auch, wenn ich dann... Das ist der Moment, bevor man irgendwo reinfährt. Hey Leute, ich möchte euch ganz kurz was sagen. Und zwar könnt ihr ab sofort mein neues Buch Schlamassel im Weltall vorbestellen. Das Ganze kommt am 23.03.2020 raus. Kann man jetzt, wie gesagt, bei Amazon, Thalia bestellen oder auch sowieso in jeder Buchhandlung. Könnt ihr einfach hingehen und sagen, hey, ich würde dieses Buch gerne vorbestellen. Und dann bekommt ihr das ab dem 23.03.2020. Kann ja sein, dass ihr vielleicht noch ein kleines Ostergeschenk oder so wollt. Da würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr euch für Schlamassel im Weltall entscheidet. Oder für die Schmahamas-Verschwörung. So, Pidesel, jetzt ist aber genug hier mit bisschen Werbung in eigener Sache. Aber, weiß ich bin auf das Ding einfach immer, auf die Bücher, einfach immer sehr stolz. Es gibt auch bald dazu noch einen richtig nicen Trailer. Aber ich darf jetzt sowieso noch nicht so viel sagen. Aber, jetzt geht's weiter mit dem Video. Viel Spaß. Scheiße. Ich fahre lieber langsam und sicher. Flixbus, mit dem bin ich schon oft gefahren nach Kiel. Lumpensammler, der sammelt immer alles ein. Warte mal. Das habe ich mich gerade verhört. Hat die gerade gesagt, das ist ein Lumpensammler? Mit dem bin ich schon oft gefahren nach Kiel. Lumpensammler, der sammelt immer alles ein. Wir machen ein Rennen. Ja, das ist ja schwierig. Wer schafft es zuerst von Berlin nach Hamburg? Ui. Ich. Hamburg. Der ist ja der Größte. Der schafft es ja. Ich nicht. Ich kann losfahren, ja? Ja. Der macht das. Ach so, ich bin ja. Ich gucke jetzt immer nach dem vorderen Bus mit dem. Ich habe mich jetzt. Jetzt habe ich mich geirrt. Ich muss sagen, sie ist einfach pures Gold. Also, das ist wirklich so eine Liebe. Und ich glaube, sie wird heute ohne. Also, ich habe die Folge wirklich noch nie gesehen. Aber ich glaube, bei ihr wird es wieder abgehen. Denn in der letzten Folge. Wir können ja ganz kurz mal reingucken. Ach, siehste. Ich nehme mir alles mit hier. Jungs, ich schaff das nicht. Ich kann euch da nicht. Ja, nice. Da ging auf jeden Fall einiges. So, let's go weiter. Guck mal, da vorne bei diesem Vollern, ne? Da musst du durch. Mann, du musst doch aber weit rumlenken. Ist sie auch im Bus? Ja, ich muss da die Kurve rum. Gegenlenken, Bellitan, bewege. Ey, warum bleib ich immer hängen? Na, du musst lenken, Melita. Wenn du dich lenkst, fährt der Bus einmal. Ja, er fährt dahin, wo er will. Bist du schon privat mit Flixbus gefahren? Ja, nach Kühlungsborn und zurück und auch nach Ansbach und zurück. Das ist erstmal die Schranke, da muss ich anhalten. Nichts gegen die beiden Jungs, ich finde die auch klasse. Aber, oh, Melinda und Evelyn, ich glaube, die werden einfach, auch, die sind einfach so gut. Ich meine, ich möchte auch mal sagen, weil einige haben mir das unter der letzten Folge so ein bisschen vorgeworfen. Die meinten, ja, Paluten, du fährst doch auch nicht besser. Ich mache mich doch gar nicht über die lustig, aber es entstehen nun mal lustige Situationen und dann lacht man darüber. Ich habe nie behauptet, dass ich ein guter Flixbus-Fahrer bin, aber ich darf doch trotzdem lachen, weil es ist ja auch nicht böse gemeint, um Gottes Willen. Wenn ihr zum Beispiel über Pidissel lacht, dann macht ihr das ja auch nicht, weil ihr mir irgendwas Böses wollt, sondern weil es einfach irgendeine dumme Situation ist oder so. Oh, das ist die Schranke. Jetzt ist sie hoch. Den Bürgersteig darf ich nicht mitnehmen, da muss ich ohne dran vorbei. So ja, schaffe ich das? Ach. Wer zuerst in Hamburg ist, gewinnt. Ja, das sagst du mir schon mehrmals, aber das bringt mich auch nicht weiter. Ah, das ist so eine fiese Ecke. Da unten ist ja immer schön der Wegweiser zu sehen, das ist sehr gut. Da hinten ist die Bismarckstraße, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Da muss ich sowieso erstmal anhalten, weil die rote Ampel ist. Wo fahr ich jetzt hin? Und sie sind so langsam, ist ihr egal, ja. Ob rot oder grün ist. Ob ich das bis nach Hamburg schaffe, das weiß ich auch nicht. Ob ich da überhaupt ankomme heute noch. Sie hat auch so eine richtige Berliner Schnauze, oder? Ich kenne mich da ja nicht so aus, aber das ist schon so ein Berliner Schnack, den sie drauf hat, oder? Können die Leute aus Berlin ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das kennt. Ich kenne ja nur den Hamburger Schnack. Muss ja erstmal weg. So, jetzt geht's los. Nee, noch nicht. Bin ich schon in Ding? Nee, bin ich noch nicht. Ne? Du bist auch in Charlottenburg. Ach, ich bin doch in Charlottenburg. Ach, du liebe Zeit doch mal. Ach, da hat ein Blitzer hier. Ja, kenne ich auch. Sie gesehen? Ja. Hm? Ich weiß ja nicht, ob ich zu schnell fahre, glaube ich nicht. Du musst aber hier abbiegen, ne? Ach so. Ah, scheiße.
und dann wieder links. Oh, dass sie nicht geblitzt wurde. Links. Ja. Jetzt links. Ob sie? Das möchte ich mir nochmal angucken. Warte mal, er sagt ein paar Mal nach links. Nach links. Und sie reagiert gar nicht. An der Ampel da hinten, dann wieder links. Links. Ja. Jetzt links. Ob sie? Die Gegend kenne ich hier in Berlin gar nicht. Da habe ich noch nicht gefahren vom Zopp. Dann werde ich mal schneller fahren jetzt. Jetzt ist die Straße ja gerade frei. Ja, ist jetzt Landstraße. Aber ich würde da was nicht Charlottenburg aus. man hat gerade gesehen, dass sie auf der Landstraße, ich glaube, es sind 10 km/h fährt. Oh, ich möchte noch mal wiederholen. Das ist, wenn ich mich darüber lustig mache, dann ist es nicht böse gemein. Ganz ehrlich, wer könnte denn böse sein zu dieser netten Dame? Aber sie fährt halt 10 km/h. Oh nein. Was war denn das? Da geht's nicht lang. Du hast dich wirklich komplett jetzt verfahren. Georg, kommst du mal rein? Melitta hat gerade nach dir gerufen. Geh mal rüber, frag, was sie hat. Wir brauchen deine Hilfe. Ich hab mich festgedudelt hier. Hey, Melitta, na? Escape drücken. Nee, Backspace. Ich dachte, du wärst schon angekommen. Ja, auf dem Rasen. Der kann ja gar nicht mehr fahren. Ach Gott, der hängt ja fest an der... Aha, das muss ja... Keine Chance, da kann ich dir nicht helfen. Nee. Dann bist du leider raus. Tja, da kann ich nicht mal rückwärts fahren. Mensch. Tut mir leid, aber freut mich, ja? Nein. Die Ärmste hat sich verfahren und hat ihren Bus aufgehängt. Das tut mir sehr leid für sie, aber nicht für mich. Das war Pech. Nicht für mich, also. Ja, da kommt noch einer. Die müssen ja warten. So, und jetzt bin ich auf der Hamburger 24, schätze ich mal. Und da können wir eine ganze Zeit lang geradeaus fahren. Noch geradeaus. Aber ein bisschen Tempo kannst du schon machen, weil sonst kommst du wirklich nicht an. Ei. Ey, ist ja eine Kurve hier. Oh Gott. Mann. Oh Gott. Nee, da ist falsch. Da bin ich falsch, oh Gott. Ne? Oh, ja. Ey, müssen wir noch mal eine Kurve fahren. Ist kein Problem. Fahren wir wieder runter, fahren wir wieder drauf. Die beiden sind neu in Berlin. Du bist jetzt eigentlich einfach falsch abgebogen. Habe ich nicht gesehen, ja. Das geht jetzt nach Leipzig. Und das ist nicht so schön. Ich muss jetzt hier ein Stück fahren. Wieder zurück. Ja, bis hier und drehen und wieder zurück. Boah, die sind ja nicht über ansatzweise in Hamburg. Ja. Also lernt ein Flixbusfahrer auch die Gegend kennen. Ist auch nicht verkehrt. Dann weiß er nächstes Mal genau Bescheid. Hi. Schön langsam. Jetzt bin ich einfach über die Streifen gefahren. Ist verboten. Thilo ist übrigens falsch abgebogen. Der fährt aus Versehen nach Potsdam. Was bin ich verkehrt ab? Ich bin mit 3 km/h. Jetzt flott nach Hamburg. Ja, aktuell fährst du, wie gesagt, in die falsche Richtung. Wir müssen erstmal wieder... Und die beiden Jungs fahren einfach zurück nach Leipzig. Ich bin noch auf der falschen. Wo muss ich denn jetzt hin? Wo steht denn da oben? Wo steht denn Hamburg dran? Gar nicht. Du musst Richtung Rostock. Da steht da Hamburg dran? Die zweite müssen wir noch runter. Nicht die erste, sonst kommen wir ganz falsch, wenn mich nicht alles täuscht. Ach da, hier die Spur. Hier geht's nach Rostock. Ja, gut. Jetzt haben wir es. Jetzt kann ich es auch lesen. So, okay. Das übt ja kolossal. Findest du ganz gut? Ja, jetzt kommen sie an. Schön nach Hamburg oder vielleicht auch nicht. Ganz, ganz langsam. Das macht mir richtig Spaß. Mit meiner Fahrgäste hier. Seid mal nicht so traurig. Ich schaffe das. Eventuell. Haben wir überstanden? Hey. Oh Gott. Ihr müsst jetzt aber auch Nase jucken. Oh, man soll sich ja nicht mehr ins Gesicht fassen. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so gut. Aber ich kann ja auch nichts dafür, wenn die Nase... Aber, kann mal jemand bitte kratzen, Alter. Ist ja richtig... Ich soll jetzt mir die Nase putzen. Ach, geht auch nicht. Egal. Ich hab das Gefühl, ich fahre zu schnell. Jedenfalls für meine Begriffe. 100 darf ich nur fahren, Alter. Ich kriege noch hin. Richtung Berlin muss ich, ja. Nee, nach Hamburg muss ich jetzt. Ach, Mann. Du bist jetzt hier einmal rumgefahren. Ja, Sightseeing-Tour, sagte ich ja. CC, Messe. Das wird so nebelig, wird das, oder? Das wird diesig, weil wir kommen nach Hamburg und wir kommen ans Wasser. Jetzt hast du genau eine Runde gefahren. Jetzt bin ich eine Runde. Nein, bin ich immerhin wieder auf der normalen Strecke. Ja, ich glaube, er macht das. Bei Kindern zu sehen, die haben schon alle reich ausgenommen. Ach, jetzt kommt die doofe Busfahrerin. Also ganz schnell weg. Kann ich darüber holen? Ja. Ja. Kann ich doch. Die anderen passen alle auf, nicht, wenn ich überhole. Das war mein erster Überholvorgang. Was ist das für ein roter Kreis da? Oh, Polizeikontrolle. Polizeikontrolle fehlgeschlagen. Die können mich mal gerne haben. Die hätte ich ja anhalten müssen irgendwo. Aber
Kann der mitten auf der Autobahn, kann ich da nicht anhalten. Auf die Raststätte? Darf man doch gar nicht. Das können ja Wegelagerer sein. Bin ich da zu schnell gefahren oder was war das dann? Also Busfahren und auch LKW fahren, muss ich sagen, das ist ein harter Beruf. Du bist aktuell Erster. Na sag bloß. Aber Georg ist hier dicht auf den Fersen. Naja, gut. Da vorne ist auch ein Flixbus, Das ist Thilo. Jetzt habe ich ein Geräusch gehört, wie mich einer überholt. Und da auch. Die überholen mich von allen Seiten, ist doch gar nicht erlaubt. Na, ich will keinen Unfall machen hier. Boah. Oh, bei. Scheiße. Jetzt habe ich einen angeschoben. Der war zu langsam. Oh, Backe. Komm ich wieder zurück jetzt oder nicht? Da verliert er jetzt die Zeit. Das ist aber auch gemeint, das haben sie, diese Ankündigung da. Damit ist Thilo leider ausgeschieden. Siehste, so. Sie schafft das, sie macht das. Ja. Aber das habe ich doch. Habe ich denn das nicht gut hingekriegt? Sehr gut, du hast gerade Thilo überholt. Der ist nämlich in der Baustelle verunglückt und ausgeschieden. Ach so. Das ist schade. Das gönne ich ihm nicht. Dass ich überhaupt so weit komme, hätte ich gerne auch nicht gedacht. Aber nur mit Rauditum. nicht, du bleibst. Ah. Ja, alles. Oh. Da kommt dann das erste Schild Hamburg. Ja, Hamburg. Ich finde das so gut. Ich muss einfach sagen, sie fühlt dieses Spiel so unfassbar. Wenn man sich das mal anguckt. Hier, warte, wenn sie jetzt da halber Herzinfarkt. Aber dann gleich die pure Erleichterung. Da kommt das erste Schild Hamburg. So gut. Ja, Hamburg abbiegen. Ja. Sie fühlt das Schnuppere Spiel. Schon mal Elbewasser. Ah, herrlich. Er macht. Wir sind gerade in Hamburg eingetroffen, Platz 1. Aber du bist immer auf Platz 2, also weiter geht's. Ich bin Platz 2. Kann ich nur stolz sein oder kann ich das nur nicht, dass ich es bis hierher geschafft habe? Hamburg Hafen, Hauptbahnhof. Der Zopp ist doch Richtung Hauptbahnhof, da muss ich abbiegen. Ja, der Zopp ist direkt am Hauptbahnhof, ein bisschen rechts versetzt. Ich bin noch mit einer Dreiviertelstunde Verspätung, aber ich bin da. Wenn ich meinen Kindern sage, ich war heute in Hamburg, dann fragen die mich, ob ich noch alle 5 Tassen im Schrank habe. Ich kann ja in der Stadt ja nicht so schnell fahren. Da muss ich schon langsam fahren. Ja, aber du fährst 8 Stundenkilometer, das geht schon ein bisschen schneller. Jawohl, da stehen die anderen Busse schon. Ja, da darf er eigentlich nicht. Herzlichen Glückwunsch, Platz 1. Sehr gut, sehr gut. Geschafft. Sie hat's geschafft, jawohl. Prima, klasse. Das hätte ich auch nicht gedacht. Ja, da kann man sich auf die Schulter klopfen. Ein bisschen geschafft davon. Also, das ist nicht zu unterschätzen, diese Simulation. Einmal eine Straße verpasst und das Fahrt. Oh, vielleicht lerne ich's noch, wer weiß. Abo, Däumchen, Glocke, ihr seid eine coole Socke. Bis dann. Tschüss. Leute, das war's mal wieder euch. Ich fand es echt, also Evelyn, Weltklasse. Geile Folge. Leute, wenn ihr die Senioren zocken noch nicht kennt, dann schaut unbedingt auf ihrem Kanal mal vorbei. Lasst ein Abo da, das könnt ihr genauso auch hier machen. Like da lassen, wenn ihr Bock habt auf mehr. Und alles Wichtige in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann habt ihr jetzt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.